Moinchen, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich wollte euch eine Kleinigkeit erzählen. Und zwar nichts Besonderes, keine Sorge. Eigentlich nur ein kleines Update. Ihr wisst ja, ich bin jetzt gerade im Urlaub. Also jetzt, während ich es aufnehme, nicht. Aber sobald ihr das Video seht, bin ich im Urlaub. Und darum kommt im Moment gerade nur, jetzt habe ich auf den Bildschirm gespuckt, nur ein Video am Tag, weil ich vorproduziert habe. Und ihr wisst ja, zwei Videos am Tag wären jetzt natürlich in der Zeit nicht drin, um so viel vorzuproduzieren, du dreckarschiger Bock. Und darum, um das schon mal erklärt zu haben, gibt es gerade nur ein Video pro Tag für euch. Ich muss gucken, wie ich in Zukunft weiter verfahre. Ihr habt ja gemerkt, dass gewisse Projekte seit einiger Zeit, willst du nicht sterben, mein Sohn? Seit einiger Zeit eingestellt sind. Also wie... Kommt der nicht hinten an der Seite raus oder was? Um Gottes Willen. Wie Fallout oder eben auch Cuphead, die sind jetzt erstmal komplett auf Eis gelegt. Einfach aufgrund von fehlender Zeit. Sind die erstmal, also keine Sorge, nicht verschollen, aber eben pausiert. Komm, ich geh jetzt einfach durch. Oh, no, 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 no. Schisse, 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 schisse. Gut, ich meine natürlich gerade mit Absicht schlecht, ne? Ich will's schwer haben, ist logisch. Nee, ja. Die Sachen sind auf Eis gelegt, erstmal, aber sind nicht verschwunden. Das heißt, sie werden auf jeden Fall weitergeführt, aber halt so mit der Zeit. Ihr wisst, es gibt Projekte, die ziehen sich halt auch. Kaum muss es sein, dass du mir gerade entwischt. Die ziehen sich über Jahre hinweg, ziehen die sich. Und mit Cuphead und Fallout wird es dann irgendwann weitergehen, aber jetzt erstmal nicht. Jetzt haben wir ja gerade Tarkov am Start und eben natürlich wie immer CSGO. Darum... Hey. Warum ist hier keine Sau, wenn ich hier hinkomme? Verschissen. Noch einmal. Nee. Er wollte schon wieder ein Knife. Hab das gesehen? Er nimmt direkt das Knife in die Hand. Muss Rechtachs. Oh, das ist doch lächerlich. Also wirklich. Jetzt wird ihr mal aggressiv, doch, Kinders. Wisst ihr, ich bin immer noch auf der ersten Kackwurstwaffe, weil mich ist ja keine Fuckboy da. Unbedingt knifen musste. Das ist ja wohl lächerlich. Wisst ihr, die wissen nicht, vor wem sie stehen. Vor dem Gun-Game-Gott. Vor dem, nee, nicht Gun-Game ist es. Was ist es? Arms Race. Vor dem Arms Race-Gott stehen sie. Eigentlich müssten sie ja zittern. Die schießen aber einfach zurück. Wie frech ist das, bitteschön? Come on. Ja, ihr wisst ja, wir sind am Bodensee, also mein Grill und ich. Da drüben war noch einer. Wir sind im Moment am Bodensee und haben hoffentlich viel Spaß. Kommst du nicht raus, Burge? Jetzt habe ich eine ganz gute Pose. Ja! Oh! Das ist scheiße. Und werden da, denke ich, dicken Urlaub haben. Dicken Urlaubsspaß. Man viel wandern gehen, viel schwimmen, hoffe ich doch. Und anderen coolen Kram machen. Wobei das Wetter nicht allzu gut sein wird. Haben wir schon geguckt, aber es gibt echt geilen Scheiß zu machen. Mein Vater hat uns da schon einige Tipps gegeben. Er kennt sich da recht gut aus. War da früher stationiert. Und dann auch zwischendurch eben immer mal wieder dort gewesen. Also langsam komme ich in den Flow rein. Aber nicht mit der Pump auf die Entfernung, mein Freund. Ah! Nothing! No! Kleine Kackvogel, gesichtige Hans. Wurst! Alter, habt ihr das gemerkt, wie der Flick drin war? Oh, shit. Bei diesem einen Podcast habe ich hier auch diesen Wackshot gemacht, diesen Ultra-Wackshot, wo ich so blub gemacht habe und einfach einem die Rübe wegrasiert habe. Es ist halt auch abnormal. Manchmal ist es abnormal, ne? Hallo, Heiduk. Oh, ich brauche jemanden, der Klaus ist. Kann ich bitte... Da hinten kommt jetzt jemand. Hey! Oh! Jottes Willen! An der Pump hänge ich manchmal wirklich Jahrzehnte. Oh, no. Oh, no. Fuck, er trifft mich auch noch. Dieser Kackvogel. Oh, shit. Komm, ich brauche noch jemanden, der close ist. Vor allem hier ist es echt haarig, ne? Hier wirst du ja schon beim Rausgehen von der AWP da so weggeholt. Von irgendeinem auffälligen kleinen Tease-Zachary. Mist. Ich habe gerade einen Mate da vorne, der alles ummacht. Oh no. Oh no. Nein, ich war schon so close, du Bastard, Räudiger. Ah. Komm schon, jetzt muss ich aber echt ran. Also bitte, Inside-Hacker. Der ist ein Inside-Hacker. Wir haben einen Inside-Man, wir haben einen Spion. Hallo? Der ging ja auch ganz gut rein, ne? Shit. Der Shot war recht nice. Das sind aber zwei, ne? Die müssen doch hier gleich... Ja, kommen sie nicht, okay. Hallo? Hallo und drei Duck? Oh! Inhuman Collection! Oh! Hey! Er kommt mit der Pump einfach. Da meint er, ach gerade, ich werde der Idiot. Shit, scheinbar bin ich auch der Idiot. Oh nice, komm schon, komm da auch her. Hey, bist du hin, du Sack? Er ist da reingegangen. Ist der verreckt?
Header, Header, Header ist drin. Der erste Header ist mal wieder reingegangen. Aber der zweite geht natürlich nicht. Klar, nee. Dafür bin ich nicht skillful genug. Ich kann immer nur einen drücken, das war's dann. Hallo? Oh, klau ihn mir doch. Ich meine sogar, dass es eben auch noch ein Headshot war. Ah! Nein! Das ist doch so eine Scheiße, ey. Da hinten ist eine. Na, nicht mehr. Wahrscheinlich schon da oder im Haus bei uns drin. Na, ich glaube, er ist im Haus drin. Hallo? Ja, der lockt gerade so viel. Ah! Ah! Oh, danke, Boys. Endlich habt ihr mir mal ein. Das Leben geschenkt und nicht den Kill geklaut. Das können sie nämlich gut. Die Kills klauen kurz bevor ich sie durchziehe. Aber wenn man dann angegriffen wird von dem Gegner, nö. Dann können sie nicht schützen. Das geht nicht. Na also, komm. Komm, wir haben es doch gleich. Der Gott hat sich wieder hochgearbeitet, weil ein anderes auf der gleichen Stelle. Und ich glaube, die haben einen ziemlich krassen Knifer am Start. Schade. Die haben einen Knifeboy am Start. Oh, habt ihr das gehört? Hab ich den da drin gerade eben getroffen? Ist da noch einer? Nein. No. Please don't. Please don't walk away. Ihr Säcke. Hallo. Scheiße, nein. Alter, ich bin gerade so am Lacken hier. Einfach, sie treffen mich einfach nicht. Ich hab, ich nehme das sofort zurück. Sie treffen mich sehr wohl. Komm schon. Hau ich hier vielleicht nochmal einen kleinen Winnerino rein? Hahaha, crazy. Oh, fuck. Okay, jetzt ist halt die Frage, kommt hier vor mir einer? Erstmal. Oh! Na, shit, da bin ich aufgepasst. Das wäre eigentlich schon der Win gewesen, ne? Aber ich konnte ihn. Ah! Ich konnte ihn nicht verwandeln. Du, bleib stehen, du Vogel. Bitte geh nicht raus. Nein, er ist rausgegangen. Wo ist er? Oh. Why are you running? Scheiße. Komm, jetzt aber. Du. Du sag, nein, ne. Es ist halt echt eine offene Map hier, es ist sackschwierig mit dem Knife. Du musst einen erwischen, wenn er gerade hier irgendwo drin rumtümpelt. Oh, Knifeboy, du machst ihn, verpiss dich, Blau. Ich fass es nicht. Ich kann es gerade wirklich nicht fassen. Schisse. Naja, ja, was ich eigentlich sagen wollte, Urlaub ist am Start, ne? Es kommt jeden Tag im Moment ein Video. Ich hoffe, das ist für euch so passend, beziehungsweise ich denke, es ist passend. Es gab ja sogar manche, die gesagt haben, 2 Videos, 3 ist ein bisschen viel an einem Tag. Da habt ihr vollkommen recht. Wobei man natürlich aussuchen kann, was man guckt und was nicht, logisch. Aber es ist zeittechnisch, da ich ja, ihr wisst ja, ich bin immer am Zeitquengeln und dann haue ich einfach 3 Videos am Tag raus. Gut, da hatte ich auch Semesterferien. Aber ihr, ja. Ein Video am Tag sollte jetzt auf jeden Fall mal passen. Ich denke, das wird sich auch noch das Semester weiterziehen. Und ja, es wird dann auch, kann auch wieder mehr werden. Aber im Moment ist einfach, sind nicht genug Zeiten und Energien zur Verfügung, um da arg viel mehr reinzuhasseln. Wir haben jetzt zum Glück Far Cry beendet komplett. Und ja, da ist noch kein DLC draußen. Darauf warte ich im Moment noch. Das kann mir, dürfte euch so lang Skins sein. Gucken wir ja nicht hier laber. Da ist noch kein DLC draußen. Und darauf warte ich halt noch. Da kommt ein Zombie-DLC und irgendwas mit Mars und noch was. Das wird richtig geil. Aber es ist ja noch nicht da. Von daher warten wir einfach mal ab. Und ja, jetzt die letzten paar Tage, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte, kamen ja auch 2, 3 andere Videos. Es kamen jetzt wieder so typische Dummbabbler-Videos. So wie, was mich eigentlich ausmacht, was den Kanal ausgemacht hat. So mit, damit bin ich groß geworden. Und zwar, wenn ich einfach irgendwelche Spiele anspiele, irgendwelche Spiele zeige. Und in die Richtung will ich auch wieder mehr gehen, weil mir das einfach nochmal mehr Spaß macht, beziehungsweise eher liegt. Es gab zwar immer Zeiten, wo ich halt irgendwas hing, also Beryl und ich haben damals zum Beispiel irgendwie über 200 Folgen Minecraft gemacht und dann hatten wir mal so eine Diablo-Zeit, wo gut fast nur Diablo-Content kam und jetzt kam eben eine Counter-Strike-Zeit. Ich will nicht sagen, dass ich mit Counter-Strike aufhöre oder sowas, aber es wird wieder mehr durchmischt sein, also eher eine höhere Durchmischung wird stattfinden und es wird nicht so extrem fokussiert sein. Ja, weil ich da einfach gerade Bock drauf habe und schön lustigen, coolen Content erstellen und einfach wieder alles Mögliche machen. Ich habe mich da ab und an wirklich in Dinge reingefressen oder in Dinge festgebissen, die auch zu einem gewissen Grad Spaß machen. Ich habe es letztens auch in einem Stream angesprochen, weil das Wachstum dann damit Spaß macht. Aber ja, es gibt auch einfach Dinge, die sind dann zumindest nicht auf eine lange Zeit cool. Vielleicht brauche ich einfach erstmal nur eine Pause, aber ich werde jetzt wieder alles Mögliche machen. Keine Sorge, wie gesagt, ich sag's dir nochmal, Counter-Strike kommt nach wie vor. Aber es kommen jetzt nicht an einem Tag 4 Counter-Strike-Folgen und dann eine spezielle Sache, sondern es wird sich einfach auf die Tage hinweg einfach strecken. Ja,
Soweit so gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst die Streams nicht. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und hasselt genüsslich rein. Ne? Ciao, ciao.